Was gibt's Neues im Universum? Eigentlich könnte man jeden Tag etwas Neues zu Exoplaneten berichten. 1995 ging das Ganze los. Also seit mehr als 20 Jahren beobachten wir jetzt oder sind wir in der Lage, Exoplaneten zu beobachten. Das Ganze ging los mit 51 Pegasi b. Da sieht man schon mal die Nomenklatur. Generell werden Exoplaneten immer benannt nach dem Zentralstern, der steht vorneweg, oft noch mit einem Sternverzeichnis, da heißt es dann zum Beispiel Gliese 581 G. Das heißt, Gliese ist das Sternverzeichnis, 581 ist dann die Nummer 581 in dem Verzeichnis, das ist jetzt hier von Wilhelm Gliese und Hartmut Jahreis, das sind so die nächstgelegenen Sterne, 3800 stehen da ungefähr in dem Katalog. Und dann geht es eben los mit A, das ist der Stern selber. Und der erste Planet hat dann B, die Bezeichnung B, C, D, E und so weiter. Und der erste, wie gesagt, 51 Pegasi B, also ein Planet. Warum genau der? Das hat einfach mit der Art und Weise der Beobachtung zu tun. Man hat nämlich die Schwankungen des Sterns beobachtet. Also wenn Sie hier den Zentralstern haben, und einen entsprechenden Planeten darum, dann wird der Planet auf seiner Bahn um den Stern natürlich den Stern auch ein bisschen in Unruhe versetzen. Also genau genommen kreisen ja beide um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Nur ist die Sonne zumeist so dominant, dass sich der Schwerpunkt noch im Inneren des Sterns befindet. Aber nichtsdestotrotz ist so ein kleines Schwanken zu beobachten. Das ist so ähnlich, als stellen Sie sich vor, Sie haben nur eine Aufnahme eines Hammerwerfers. Und Sie sehen nur die Person, nicht sein Sportgerät. Dann wird er trotzdem durch dieses Hammerwerfen so sehr in Unruhe versetzt, dass es offensichtlich ist, was auf diesem Video passiert, ohne dass Sie wirklich den Hammer sehen, den er da wirft. So ähnlich ist es hier. Wir beobachten die Sonne beim Planetenwerfen, sozusagen. Und diese Schwankung, die kriegen Sie natürlich spektroskopisch, also durch kleinste Verschiebungen dieser Spektren. Entsprechend eben eine Blauverschiebung zu Ihnen hin oder eine Rotverschiebung von Ihnen weg. Das ist auch eine sehr freundliche Methode, weil das können Sie erdgebunden machen. Weil da brauchen Sie einfach nur einen möglichst guten Spektrographen. Wir haben zum Beispiel heutzutage den HARPS. Der ist in Chile aufgestellt, also jetzt nicht am Paranal bei dem VLT, sondern das ist noch das ältere Observatorium in La Silla. Und da steht dieser HARPS, das steht irgendwie für High Accuracy Planetary oder Radial Velocity Planetary Searcher. Auf jeden Fall ein Gerät, das es erlaubt, diese Schwankungen der Sternenoberfläche mit einem Meter pro Sekunde zu vermessen. Das ist Schrittgeschwindigkeit. So nah sind wir da schon dran. Hier bei diesem ersten, da war diese Genauigkeit noch gar nicht notwendig, weil der Planet ist so nah dran, darum haben wir den ja als ersten gefunden. Also der hat nur eine Entfernung von 7 Millionen Kilometer ungefähr. Dadurch zerrt er natürlich schon mächtiger, ja. An dem Zentralstern, das sind schon 70 Meter pro Sekunde, was wir hier Differenz sehen. Und weil er so nah dran ist, ist der Planet natürlich entsprechend heiß. Über 1200 Grad hat er an der Oberfläche. Also das ist jetzt kein typischer Vertreter, wie wir uns einen bewohnbaren Planeten vorstellen würden. Aber die Methode war damals klar. Es muss auch, um einen möglichst großen Effekt zu erzielen, in Ihrer Sichtlinie als Beobachter, ist es natürlich auch gut, wenn das Objekt relativ in der Ekliptik, also in dieser Sichtlinie, kreist. Das muss jetzt keine Bedeckung wirklich sein, aber zumindest sollte er deutlich nach vorne ziehen. Also wenn das Ding hier nur in dieser Weise irgendwie kreist, dann zieht er zwar deutlich an dem Stern, aber in Ihrer Richtung kaum. Gut ist es immer, wenn er tatsächlich richtig vorne vorbeizieht. Dann haben Sie
dann haben Sie wirklich diese maximale, diesen Impact auf den Stern, was Sie am besten messen können. Naja, und dieses Verfahren, das wurde halt dann immer weiter verbessert. Mittlerweile haben wir auch schon einen HARPS N. Der soll, N steht für die nördliche Hemisphäre. Das Ding steht jetzt entsprechend nicht in Chile, in der Wüste, sondern eben auf La Palma, also Kanaren, auf dem Roque de los Muchachos. Beide, also sowohl HARPS als auch HARPS N, hängen an einem 3,6 Meter Spiegel. Und das erlaubt, das reicht locker aus, um entsprechend solche Exoplaneten zu beobachten auf diese Art und Weise. Wir bräuchten aber, weil wir interessieren uns natürlich jetzt nicht nur für solche, die so nah dran sind und die so schwer sind, also da, das sind ja alles so Jupiter-Kandidaten oder zumindest halbe Jupiter-Massen gewesen. Wir hätten ja gerne sowas wie die unseren Planeten. Ja, wir würden natürlich gerne Exoplaneten finden, die vergleichbar sind mit unserer Erde. Vor allem auf der Suche nach außerirdischem Leben. Das ist ja, das liegt ja all dieser Suche nach Exoplaneten immer zugrunde. Diese Frage, ist da draußen irgendjemand, der den Sternenhimmel beobachtet und sich dabei dieselben Gedanken macht wie wir hier? Und da stellen wir uns halt vor, okay, der Planet müsste in der richtigen Entfernung sein, dass es flüssiges Wasser gibt, also nicht zu nah dran und nicht zu weit weg. Und dafür müssen wir natürlich jetzt eine gewisse Distanz haben zum Stern. Also wir haben 150 Millionen Kilometer, so stellen wir uns das vor. Und na, da ist das Gewackle am Stern natürlich nicht mehr so stark. Also unser, vergleichsweise unsere Erde würde jetzt bei unserer Sonne, wenn wir von außen her beobachtet würden, von einer fremden Zivilisation, sieht man an der Sonne so 9 Zentimeter pro Sekunde Schwankung durch das Umkreisen unseres Planeten. Auch nur dann, wenn Sie genau in der optimalen Linie drauf schauen. Naja, den Jupiter, den hätten wir dann schon viel eher gefunden. Der Jupiter zerrt schon mächtig. Das sind so zwischen, je nachdem wo er gerade ist, so 12 bis 13 Meter pro Sekunde. Neptun, naja, ich will jetzt nicht die ganze Reihe durchziehen, aber diese größeren Gasriesen, die zerren auch weiter draußen dann nochmal so zwischen 2 und 3 Meter pro Sekunde an der Sonne. Das ist schon, also wir würden das sehen in einem fremden System. Aber die Erde könnten wir halt noch nicht sehen. Da soll jetzt ESPRESSO Abhilfe schaffen. ESPRESSO soll dieses Jahr erstes Licht empfangen, wie es so schön heißt, also in Betrieb gehen und wird jetzt in der Atacama-Wüste installiert werden, aber eben am Very Large Telescope, an diesem Supergerät, das wir haben, mit diesen 8 Meter Spiegeln, 4 Stück, die zusammengeschalten werden können. Dann ist dieser Spektrograph, der ist noch besser verankert. Das ist ganz wichtig bei diesen Präzisionsmessungen. Und der wird die Genauigkeit nach oben treiben. Da werden wir auf etwa 10 Zentimeter pro Sekunde Geschwindigkeitsschwankung eines Sterns herankommen. Also da wird es schon richtig, würde ich mal sagen, da wäre es realistischer, mal so eine Erde zu entdecken. Überhaupt gab es in der Zwischenzeit ein weiteres Verfahren. Also nicht nur diese Radialgeschwindigkeiten wurden gemessen, sondern man hat festgestellt, naja, noch besser, ein richtiger Glücksfall wäre doch dann gegeben, wenn tatsächlich der Planet in der Sichtlinie vorbeizieht. Dann könnten wir nämlich sogar über die Größe des Objekts, was ja ein Ausmaß der Verdunklung erzeugt, auch auf die Eigenschaften des Planeten besser herunterrechnen. Deshalb, sobald wir über Spektroskopie einen solchen Kandidaten finden, versuchen wir auch nochmal genau zu justieren. Haben wir nicht zufällig Glück auch von einer Bedeckungsveränderlichen? Oder ist es nicht zumindest möglich, Licht von dem Planeten
zu sehen. Das ist ganz neu. Also das ist jetzt wirklich, seit einem Jahr ungefähr können wir das erst. Weil eines ist klar, der Stern ist unwahrscheinlich hell im Vergleich zu den Planeten. Also das ist, als würden Sie nach einer Motte suchen, hier im gleißenden Licht eines Leuchtfeuers da draußen. Aber mit diesen Spektrographen, die immer besser werden, können Sie jetzt Folgendes tun. Sie können sich einmal nur die Sonne anschauen. Und dieses Licht ganz genau analysieren. Und dann schieben Sie in Ihre Beobachtung eine Scheibe vor die Sonne und blenden das Sonnenlicht aus. Sie haben es aber vorher genau analysiert und Sie wissen genau, welche Struktur Sie erwarten von einem Objekt, das jetzt nicht durch die Scheibe verdeckt wird, aber auch Licht von dem Stern reflektiert. Das muss ja dem Licht, das Sie vorher analysiert haben, sehr, sehr ähnlich sein, nur viel abgeschwächter. Das ist die Idee. Und damit, hier den Stern sehen Sie nicht mehr, jetzt sehen Sie praktisch nur noch dieses Objekt und das reflektierte Licht von diesem eigentlichen Stern. Damit kriegen Sie eine Menge Information. Zum Beispiel auch über die Albedo, also über das Rückstrahlverhalten dieses Planeten und sehr, sehr viele Daten. Sie kriegen auch erstmaligst eine Idee, wo genau ist er denn jetzt wirklich? Also wie zieht er denn nach vorne? Dreht er hier oben? Dreht er hier vorne? Was ist da eigentlich los? Wenn er nicht unbedingt eine Bedeckung macht, ist es ansonsten schwierig. Und alles Gezerre bietet Ihnen immer nur eine Schätzung der Masse. Das ist das große Problem. Und hier gewinnen wir zusätzliche Informationen durch dieses Verfahren. Wie gesagt, ganz neu jetzt erstmal. Bei den Bedeckungsgeschichten, also bei dieser Beobachtung, wo Sie Glück brauchen, dass der Planet genau vor Ihnen vorbeizieht, das lässt sich übrigens ganz gut ausrechnen. Das ist etwa das Verhältnis, also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie genau richtig drauf schauen, ist etwa das Verhältnis von Radius des Sterns zu Bahnradius des Planeten. Das gibt Ihnen ungefähr das Verhältnis, dass Sie als externer Beobachter so grob glücklich draufschauen. Also bei uns wäre das also 698.000 Kilometer dividiert durch 150 Millionen Kilometer Bahnradius, also weniger als 0,5% ungefähr Wahrscheinlichkeit. Aber gut, wir schauen ja nicht ein spezielles System an, sondern beliebig viele und da gibt es jetzt eigene Missionen. Und das Ganze ging los 2006, das war COROT. Eine Mission, ja, die Franzosen waren federführend. Das war noch nicht so wahnsinnig prickelnd, aber immerhin wurden erste Planeten gefunden. Dummerweise, ja, nach 6 Jahren war dann der Computer konnte nicht mehr hochgefahren werden. Ja, das Gerät funktioniert einwandfrei, dreht da draußen seine Runden in einer Bahn um unseren Planeten, aber wir können leider den Computer nicht mehr starten. Also ich würde sagen, Schwamm drüber. Reden wir nicht lange über COROT. Viel spannender war Kepler. Kepler war 2009 5 Meter groß. Ich zeige Ihnen einfach mal eine Aufnahme. Da sehen Sie Kepler, wie er gerade in die Delta-2-Rakete mit einem Kran hochgehoben wird. Eine Tonne, über eine Tonne schwer. Und das Gerät kreist jetzt nicht um unseren Planeten. Da haben wir dazugelernt, da ist einfach sehr viel Schrott und Weltraummüll und da gibt es viele Störeinflüsse. Sondern wir haben den gewissermaßen so abgesetzt. Und der kreist jetzt genauso um die Sonne wie wir, aber ein bisschen langsamer. Also der fällt ab und fixiert jetzt einen ganz bestimmten Bereich am Himmel. Sehen Sie hier hinten? Und beobachtet jetzt hier über 100.000 Sterne gleichzeitig auf Helligkeitsschwankungen. Und das war eigentlich der Durchbruch. Also da sind uns die Exoplaneten nur so herausgepurzelt.
Und das hat die Anzahl dramatisch nach oben getrieben. Also mittlerweile haben wir fast 10.000 Kandidaten. Bestätigt sind schon ungefähr 2.000 Exoplaneten. Also mit der Kepler-Mission kam der große Durchbruch in der ganzen Hinsicht. Um das mal zu visualisieren, wie viele Bedeckungsveränderliche hier wirklich zu beobachten sind, zeige ich Ihnen mal nochmal genau dieses Beobachtungsfeld, aber im Zeitraffer dargestellt die Bedeckungsveränderlichen in diesen einzelnen Zonen. Das hat uns nämlich freundlicherweise ein Doktorand zur Verfügung gestellt, der Ethan Cruz von der Universität in Washington. Der hat das wunderbar dargestellt und uns zur Verfügung gestellt. Ich gehe mal aus dem Bild, damit Sie das in Ruhe beobachten können. Die Größe der Darstellung ist maßstabsgerecht und Sie sehen auch anhand der Farbe die Oberflächentemperatur des jeweiligen Planeten. Sie sehen also im Zeitraffer hier jetzt eine Woche durchlaufen mit diesen Beobachtungen, die sich der Reihe nach hier zeigen. Von einer Beobachtung redet man bei dieser Mission davon, wenn die Verdunklung mindestens ein Hundertstel jetzt hier ergibt. Und naja, das muss natürlich ein paar Mal passieren. Also es reicht nicht, wenn Sie eine Schwankung haben, so eine Sternenoberfläche, die macht schnell mal irgendwas, sondern erst, wenn Sie es noch zwei weitere Male bestätigt haben, und das muss mindestens so einen halben Tag dauern, da gibt es ein paar Parameter, dann redet man von hier von einer Entdeckung. Und das Ganze hatte leider auch seine Tücken. Gestartet ist die Mission nämlich mit einem Reserverad, wenn man so will. Also Sie brauchen natürlich eine Ausrichtung in den drei Raumkoordinaten. Sie müssen ja das Ding irgendwie stabilisieren auf seiner Bahn, wenn Sie es auf einen bestimmten Punkt fixieren. Und da reichen Ihnen grundsätzlich mal drei Räder, in jeder Richtung eines. Und einen Reserverad haben Sie dabei und das hat sich auch als gut erwiesen. Wie wir gesehen haben, im Sommer 2012 war dann gleich das erste Reserverad oder das einzige Reserverad kaputt. Ja, und im Sommer drauf ging noch ein Rad kaputt, ein Stellrad. Ja, jetzt haben Sie natürlich ein großes Problem, weil Sie können das Ding jetzt nicht mehr wirklich gut ausrichten. Das ist ungefähr so, wenn Sie sich auf einen Hocker setzen wollen, stabil, dann braucht der Hocker einfach drei Beine. Und wenn Sie einen Hocker mit zwei Beinen haben, dann müssen Sie sich irgendwo anlehnen. Zum Beispiel an einer Wand, dann ist es auch wieder gut. Und so ähnlich hat man es dann hier versucht mit der Kepler-Mission, weil es gibt hier keine Wand da draußen, aber es gibt den Sternen, also den solaren Wind. Da ist ein bestimmter Druck, so wie die Wand uns einen Druck gibt, so gibt auch unsere Sonne uns einen bestimmten Druck durch diese Teilchen, die laufend auf so ein Objekt einprasseln. Und jetzt können Sie haben noch eine Steuerdüse und Sie, hat man viel versucht. Jetzt können Sie natürlich versuchen, sich mit Hilfe dieses solaren Windes ein bisschen auszurichten. Das war nicht so ganz einfach, aber wenn man sich beschränkt auf eine bestimmte Ebene, in der man nur mehr beobachtet, dann gelingt es ganz gut, mittlerweile auch mit zwei Steuerdüsen dieses Gerät, das wir Kepler nennen, in Position zu halten. Diese Folgemission nennt sich jetzt K2, also sowas wie Kepler-2, und ist auch wieder erfolgreich. Liefert also weitere Kandidaten. Eines ist aber auch klar: Alle diese Kandidaten, die wir bekommen, die unterliegen einem bestimmten Beobachterselektionseffekt, weil durch die Art und Weise der Beobachtung nehmen wir ein bestimmtes Ergebnis vorweg. Natürlich ist es klar, dass wir dicke Brummer, die A mal ziemlich stark zerren an so einem Stern und B bei einer Bedeckung gleich zu einer wesentlichen Bedeckung führen, die kriegen wir natürlich eher mit als eher so unscheinbarere Kandidaten, die mit ein bisschen Understatement da draußen unterwegs sind. Davon haben wir weniger gefunden bisher. Auch dafür gibt es eine wunderbare Visualisierung von Ethan Cruz.
Und auch die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Daran sehen Sie nämlich sehr schön, unser Sonnensystem mal ins Verhältnis gesetzt mit den tatsächlichen Beobachtungen externer Systeme, die wir bisher gefunden haben. Auch hier ist wieder die Temperatur jeweils farblich dargestellt und man sieht sehr schön, dass die Objekte sich tendenziell sehr, sehr nah am Stern befinden. Dort haben sie natürlich den größten Impact. Dort verursachen sie den größten nachweisbaren Effekt. Das ist hier so der zeitliche Verlauf dieser ganzen Beobachtungen und man sieht wunderbar diesen Beobachterselektionseffekt bislang, dass wir eben bevorzugt schwere, heiße Planeten finden, die sich nah am Stern befinden. Und wie geht es jetzt weiter, wenn Kepler schon so ein bisschen, ja, etwas am Humpeln ist, würde ich mal sagen. Die Folgemission, das ist Plato. Planetary Transit and Oscillation of Stars. Das Spannende, wieder eine europäische Mission und das wird gesteuert werden in Göttingen und Köln beispielsweise. Das wird sehr, sehr spannend, aber 2024. Es bedarf noch etwas Geduld und ist auch auf 6 Jahre ausgelegt. Warum man diese Dauer jeweils so knapp auslegt, das ist mir eigentlich nie so ganz klar gewesen. Wobei ich vermute mal oder ich unterstelle ganz böse, man nimmt immer natürlich eher einen kurzen Zeitraum und lässt sich dann angenehm überraschen, dass es länger läuft. Also Hubble war auf 15 Jahre ausgelegt, jetzt dreht das Ding schon im 26. Jahr seine Runden. Das ist natürlich angenehmer, als wenn ich im Vorfeld sage, die Mission ist auf 26 Jahre ausgelegt und nach 6 Jahren gelingt es mir nicht mehr, den Computer hochzufahren. Das ist eine deutlich peinlicher. Darum nehme ich an, werden diese Dauern immer etwas knapp angegeben. Aber ist jetzt böse von mir. Wichtig ist jetzt mal, was haben wir eigentlich gefunden mit all diesen Geschichten? Also eine Zusammenstellung nach Name. Und hier habe ich noch die Entfernung mit aufgetragen, der aus meiner Sicht interessantesten Exoplaneten im Augenblick. Also es geht mal los mit Kepler 10c, also aus der Kepler-Mission. Der 10. Kandidat und C, also mit B wäre der erste, C ist also der zweite in diesem System, 560 Lichtjahre entfernt. Und warum habe ich den herausgepickt? Der ist unglaublich alt. Es ist natürlich ja immer diese Frage damit verbunden, ja, wenn wir so einen Planeten fänden und da wäre potenziell irgendwie Leben möglich, ja, wie weit ist es denn entwickelt? Weil wenn wir unsere irdischen Beispiele nehmen, das Entdecken war immer angenehmer als das Entdeckt werden. Also schwingt immer so ein bisschen dieses Gefühl mit, naja, so ein Planet, den es eben schon 11 Milliarden Jahre gibt, na, da könnte natürlich potenziell das Leben schon sehr, sehr weit entwickelt sein. Das ist hier Kepler 10c. 2M1207b. Das war das erste optische Bild, das wirklich gelungen ist. Ich zeige Ihnen das hier auch mal in einer Box. Das ist schon beeindruckend. Das hat aber letztendlich damit zu tun, dass die Entfernungen hier nicht parallaxenfrei dargestellt sind. Das heißt, tatsächlich ist das Objekt jetzt viel, viel weiter vor dem Stern, als Sie es jetzt in diesem Bild erahnen würden. Und es ist auch noch ein sehr junges System. Entsprechend, also wenn natürlich der Stern selber erst 2 Millionen Jahre alt ist, und dann sind auch die Planeten noch sehr, sehr heiß und dann gelingen natürlich eher optische Aufnahmen. Das ist auch klar. Aber immerhin ein optisches Bild eines Exoplaneten. HIP 13044b, also HIP steht jetzt für den Hipparcos-Katalog. Naja, das ist aus meiner Sicht sehr interessant, weil alle unsere Überlegungen ansonsten sind immer beschränkt auf unsere Milchstraße. Jetzt könnte man natürlich auf die aberwitzige Idee kommen und sagen, ja, das ist ja alles ganz nett, was ihr hier beobachtet in der Milchstraße, aber gilt es auch in anderen Galaxien? Und so weit können wir halt mit diesen Methoden noch nicht schauen.
Aber jetzt kommt dieser Glücksfall. Die Milchstraße hat eine fremde Zwerggalaxie verschluckt. Und in dieser fremden Zwerggalaxie befindet sich dieser Exoplanet. Damit haben wir also doch innerhalb der Milchstraße Informationen darüber, wie es in anderen Galaxien zugehen könnte. Das schien mir erwähnenswert. Dann haben wir hier GJ12014, also das ist wieder diese Gliese-Geschichte, Gliese-Jahreis-Katalog, 1214b. Relativ nah. Und das Besondere daran, das ist vermutlich ein Wasserplanet. Also nicht so, wie man sich jetzt vorstellen würde, wie unsere Erde mit Wasser bedeckt, sondern bestehend aus Wasser, mehr oder weniger. Also hunderte von Kilometern tief mit Wasser. Und dann gibt es in diesen tiefen Schichten durch diesen hohen Druck, spezielle Eisübergänge. Also die Phasenübergänge von Wasser, die sind nicht einfach nur irgendwie Dampf und flüssig und fest und das war's, sondern da kommen bei entsprechenden Druckkonstellationen nochmal viele weitere Phasenübergänge. Und da könnte es hochinteressant zugehen in solchen. Also man kommt deshalb drauf, wenn man vergleicht verschiedene Daten und dann stellt man fest, hey hoppla, der ist zu schwer eigentlich für einen Gasplaneten, aber zu leicht für einen Felsenplaneten. Und das macht ihn zu einem heißen Kandidaten für einen Wasserplaneten. Ja, und dann haben wir natürlich hier die 1897-33 B. Das ist in 63 Lichtjahren Entfernung. Das war der totale Aufreger. Das war das erste Mal, dass wir ein Biomolekül, wenn man so will, in der Atmosphäre eines Exoplaneten beobachten konnten. Methan. Also, wenn wir Leben suchen, dann ist es ja immer die Frage, wie soll sich das zeigen auf so einem Planeten? Also selbst wenn wir sehen, dass der Planet ist in der richtigen Entfernung, die Temperatur, alles passt, es ist ein G-Stern womöglich. Also wir sehen jetzt da niemanden, der winkt oder sowas. Wir können also das Leben nicht lokal beobachten. Wir können nur globale Auswirkungen des Lebens auf so einem Exoplaneten beobachten. Und globale Auswirkungen wären zum Beispiel Änderungen der Atmosphäre. Und das ist ja das Schöne an diesem Bedeckungsveränderlichen. Also wenn Sie so einen Stern haben und da zieht vor dem Stern etwas vorbei, dann sehen Sie, während das vor dem Stern vorbeizieht, Licht vom Stern durch eine Atmosphäre, wenn der Planet jetzt eine hat, zu Ihnen in den Spektrographen. Und dann können Sie die Atmosphäre dieses Planeten analysieren. Und dann suchen wir nach so etwas, was wir nennen das Biomarker. Und damals dachten wir noch, Methan wäre eine gute Idee. Und mittlerweile wissen wir, das war nichts, weil das sind keine grasenden Rinderherden, die wir hier beobachtet haben. Die Oberflächentemperatur, die ist 900 Grad Celsius und der Planet war auch noch blau. Also Sie können dann aus dieser Konstellation das Licht des Sterns analysieren. Einmal standalone, also ohne dass ein Planet jetzt irgendwie eine Rolle spielt. Dann der Planet vor dem Stern und dann der Planet hinter dem Stern, wenn er hier rumzieht. Und dann machen Sie eine Differenzaufnahme von dem Licht ohne Planet und einmal mit Planet. Und dann sehen Sie, oder können Sie Rückschlüsse ziehen auf die Farbe der Atmosphäre dieses Planeten? Und das ist tatsächlich ein blauer gewesen. Ein blauer Planet mit einem Biomolekül in der Atmosphäre. Warum blau? Naja, es hat sich dann gezeigt, dass es sich hier nicht etwa um einen Blick auf schöne Ozeane handelt oder vergleichbar jetzt mit unserer Atmosphäre, sich ein schönes Blau entwickelt, sondern da ist es so heiß, da regnet es Silikatpartikel, also Glasbröckchen. Und diese Glasbröckchen, die reflektieren das nahe Sonnenlicht und da wird eben das Blaue entsprechend stärker gebrochen, also die übliche Geschichte. Und es ist ein extrem unwirtlicher Ort mit unfassbaren Stürmen auf der Oberfläche und
Wie gesagt, sie wollen ja jetzt nicht irgendwo sein, wo es Glas regnet und das haut es ihnen noch mit 7000 Kilometern pro Stunde ins Gesicht. Also gut, war ein großer Aufreger. Heute ist klar, Methan ist damit durchgefallen. Der neue Biomarker, der neue Kandidat ist Ozon. Weil Ozon wird sehr schnell verarbeitet in Atmosphären. Das heißt, wenn Sie da Ozon hinbringen und sonst nichts tun, dann ist es relativ schnell weg. Und die Tatsache, dass Sie trotzdem welches finden, hat damit zu tun, dass jemand da sein muss, der das laufend auffrischt. Ozon O3 auffrischen könnte jemand, der O2, also Sauerstoff in die Atmosphäre setzt. Und das könnte jemand sein, der oxygene Photosynthese betreibt. So die Argumentation. Das ist also unser neuer Biomarker. Was habe ich Ihnen hier noch vorbereitet? Das ist hier so ein bisschen wie ein Katalog eines intergalaktischen oder zumindest interstellaren Immobilienmaklers. Also wo, ich verkaufe Ihnen hier ein paar Grundstücke. Hier hätten wir zum Beispiel Gliese 667 CE anzubieten. Also was heißt das? Der hat jetzt hier nicht nur diesen normalen Buchstaben, sondern noch einen Großbuchstaben. Das heißt, das sind mehrere Sterne. Deshalb habe ich die noch rausgesucht. Das ist also sogar ein Planet um ein Mehrfachsternsystem. Wahnsinn. Das sind natürlich schwierige Bahnen, wenn hier mehrere Sterne sind. Man muss aber dazu sagen, hier in diesem System, in dem Gliese 667, ist es so, das sind zwei Sterne, die umeinander kreisen und ein dritter Stern, der dann praktisch um diese zwei Sterne kreist. Und das scheint dann doch, also der Planet selber kreist dann um diesen einzelnen Stern, aber trotzdem ist es ein Dreifachsternsystem. Also wenn ich Ihnen hier ein Grundstück anbieten könnte, da gibt es durchaus schöne Ecken auf diesem Planeten. Sie werden morgens ein bisschen schwer aus dem Bett kommen, weil es sind doch 4,5 Erdmassen, die an Ihnen ziehen. Dafür ist das Ding ein bisschen größer, das mildert den Effekt. Also Sie kommen morgens schwerer aus den Federn, aber dafür haben Sie abends auf der Terrasse gleich mehrere Sonnenuntergänge, die Sie bewundern können. Achten Sie aber drauf, Lage ist hier sehr wichtig, weil es gibt starke Stürme auf dem Planeten. Das hat damit zu tun, dass er sich schon in Korotation befindet. Also er dreht sich genau einmal, wenn sich auch der Mutterstern einmal dreht. Und deshalb zeigt er ihm immer dasselbe Gesicht. Also wenn Sie auf der falschen Seite sind, ist es ziemlich heiß und oder entsprechend kalt. Also Sie müssen schon auf einer sehr günstigen Lage hier Ihr Häuschen bauen. Kepler 30. Das war eigentlich, ich würde mal sagen, das war Dusel. Glück ohne Ende. Das war der Lottotreffer. Weil das große Problem bei diesen ganzen Geschichten ist immer das gleiche. Irgendwas zieht hier vorne vorbei und verdunkelt den Stern, aber sie wissen nicht genau, wo ist es jetzt wirklich vorbeigezogen. Weiter oben, weiter unten oder was auch immer. Sie sehen ja nur, dass es ein bisschen dunkler wird und dann wieder heller wird. Anders ist es aber spektroskopisch. Ja, wenn der Stern jetzt hier einen Sonnenflecken hat. Den können Sie vielleicht lokalisieren. Und wenn der Planet jetzt genau an diesem Sonnenflecken vorbeizieht und den verdunkelt, dann können Sie natürlich festmachen, auf welchem Breitengrad sozusagen auf der Sonne jetzt hier der Planet in Ihrer Sichtlinie vorbeigezogen ist. Und hier bei Kepler 30, da sind drei Planeten in derselben Ebene an einem Sonnenflecken vorbeigezogen. Also mehr Glück kann man nicht haben. Und dadurch konnte man zeigen, dass diese drei Planeten alle maximal um 1 Grad in der Ekliptik abweichen und wirklich in einer Scheibe um diesen Stern sich drehen. Das war natürlich eine große Stütze dieses Scheibenmodells und dieser Vorstellung, die wir haben von Exoplanetensystemen. Kepler 22b, ebenso wie Kepler 462b, die würde man zusammenfassen. Die waren große Aufreger, weil sie unserem System sehr, sehr nahe kommen. Also hier haben wir einen G-Stern beispielsweise. Und das war überhaupt fast schon eine Blaupause unserer Konstellation. Ungefähr eine astronomische Einheit, also 5% mehr. Der Stern ist ein Ticken heller als unsere Sonne, so 15% heller. Ansonsten ist es eigentlich, es ist, ja,
Man dachte, das wäre eine perfekte Kopie. Aber wie so oft, also ich könnte hier zum Beispiel noch hinschreiben, Gliese 581G, das war auch so ein Kandidat, wo wir dachten, ui, unbedingt, und das ist überhaupt kein Problem und da gibt es vielleicht Leben. Und heutzutage sind wir gar nicht mehr sicher, ob es den Planeten überhaupt gibt. Aber hier haben wir das große Problem, tja, wir wissen nicht, ist es ein Felsenplanet oder ist es eher sowas wie ein Mini-Neptun oder sowas. Also so ein Gaszwerg. Also da sind noch ganz große Fragezeichen mit diesen Riesenaufregern. Das heißt, die Suche nach einer zweiten Erde, die wird wohl noch ein bisschen anhalten. Frisch auf den Tisch haben wir jetzt auch noch Wolf 1061c. 14 Lichtjahre nur entfernt. Deshalb habe ich den rausgepickt. Also das ist jetzt der nächstgelegene Kandidat im Augenblick. Auch in der habitablen Zone, also im richtigen Abstand zu seinem Mutterstern. Und das weckt natürlich Gelüste in diesen Entfernungen. Exoplaneten, wie gesagt, gibt es die Hülle und die Fülle. Ich könnte hier 2000 hinmalen, zu denen es immer irgendwas zu erzählen gäbe. Das Entscheidende ist einfach, wir haben diesen wunderbaren Planeten hier vor unserer Haustüre. Und wie man sieht, ist uns noch kein vergleichsweise günstiger eingefallen da draußen. Sollten wir aber mal einen finden, dann wird das die ultimative Kränkung der Menschheit. Also wir sind nicht mehr der Mittelpunkt des Universums, wie wir mal dachten. Wir sind auch nicht der Mittelpunkt des Sonnensystems, wie wir mal dachten. Und dann wird sich auch zeigen, dass wir nicht die einzigen Statthalter des Lebens im Universum sind. Dann können wir so die Krone der Schöpfung hier mal getrost ad acta legen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit jetzt, wenn wir die Daten so auswerten? Also wenn wir mal ganz grob sind und nehmen wir mal nur die G-Sterne, dann sind es allein in unserer Milchstraße 100 Millionen. Und wir wissen aus der Auswertung dieser Daten, dass etwa um jeden fünften G-Stern kreist ein Planet in der richtigen Entfernung zum Stern, also in der habitablen Zone. 100 Millionen, da sind wir ganz großzügig und da werfen wir mal drei Viertel sofort weg, weil das sind Mehrfachsysteme. Die sind kompliziert, die wollen wir gar nicht. Dann bleiben 25 Millionen. Davon jeder fünfte wären 5 Millionen. Ganz grob gerechnet. 5 Millionen alleine in unserer Milchstraße. In einer Galaxie von 10 hoch 11 Galaxien. Also wer da noch davon ausgeht, dass wir hier wieder mal irgendwas Besonderes hätten, ich würde sagen, vor ungefähr 400 Jahren, da haben Simon Marius und Galileo Galilei mal so durch Fernrohre geblickt und haben gesehen, hey, da gibt es ja Monde, die um Planeten kreisen. Das könnte ja so sein, dass auch Planeten um Sterne kreisen. Das könnte ganz anders aussehen. Wir könnten alle irgendwo rumkreisen. Das hat ja eine klare Auswirkung. Und ich glaube, dass man in 400 Jahren wieder eine solche klare Auswirkung auf unser Weltbild im Rückblick erkennen wird. Und man wird sagen, damals, vor 400 Jahren, da müsste den Menschen eigentlich schon klar geworden sein, anhand dieser Daten, dass sie nicht die einzigen Lebewesen im Universum sind. Aber warten wir es ab. Noch ist alles Kaffeesatzleserei. Noch haben wir das System nicht gefunden. Und also ich muss noch dazu sagen, selbst wenn wir mal eins finden, insbesondere hier, da erlebe ich immer wieder mal bei den Kollegen, 14 Lichtjahre, da springt so das Christoph-Kolumbus-Gen an in ihnen. Ja, da fliegen wir hin. Ja, da möchte ich nur noch mal anmerken, nehmen wir mal die Voyager-Sonde. Die ist 1977 gestartet. Das ist das Objekt von Menschenhand gemacht, das sich am weitesten bisher von uns entfernt hat. Und ist jetzt in diesen, sagen wir mal großzügig, ungefähr 40 Jahren, ist es
20 Milliarden Kilometer weit gekommen. Das ist beachtlich. Aber ein Lichtjahr, das hätte ungefähr 9,5 Billionen Kilometer. Also wenn ich hier mal sowas nehme wie 9,5 mal 10 hoch 12 und dividiere das durch diese besagten 20 mal 10 hoch 9, jeweils Kilometer, kürze hier raus. Okay, dann sehe ich, da ist es ungefähr 1000 hier oben. Dann muss ich die Hälfte davon nehmen. Das heißt, das ist ungefähr ein Faktor 500. Das heißt, wir sind in diesen 40 Jahren ungefähr ein 500stel Lichtjahr weit gekommen. Also pro Jahr, sagen wir mal, ein 20.000stel. Oder wir brauchen, andersrum argumentieren, wir brauchen 20.000 Jahre für ein Lichtjahr, Entfernung, um das zurückzulegen. So. 14 Lichtjahre. Das sind, sagen wir, 280.000 Jahre, die wir mit einer Voyager-Sonde dahin fliegen würden, selbst wenn wir in der Lage wären, da irgendwie Menschen reinzusetzen. Und dann wird mir immer entgegengehalten, ja, dann bauen wir ein Generationenraumschiff. Da wird geboren und gelebt und gestorben und wieder geboren und gelebt und gestorben und wieder geboren und so weiter und so weiter und so weiter. Okay. Sagen wir mal, der Neandertaler wäre gleich zu Beginn seiner Ära auf unserem Planeten zur interstellaren Raumfahrt aufgebrochen. Das war vielleicht so vor 300.000 Jahren. Der Neandertaler. Dann wäre der jetzt irgendwann mal so weit und könnte Wolf 1061c erreichen in einem Generationenraumschiff. Und wenn Sie das mal nachstellen wollen, empfehle ich denjenigen, die diese Gedanken hier knüpfen, fahren Sie doch mal übers Wochenende, lassen Sie es ein verregnetes Wochenende sein, mit Freunden in einem Camper in den Urlaub. Auf engstem Raum. Und wenn Sie nach dem Wochenende noch gute Freunde sind, okay, dann fahren Sie doch mal ein paar Monate auf engstem Raum im Camper mit diesen Leuten. Und dann möchte ich mal wissen, wer wird dieses Generationenraumschiff nach 280.000 Jahren noch lebend verlassen? Solange also Saffron Cochrane aus der Science-Fiction-Serie Star Trek Raumschiff Enterprise den Warp-Antrieb nicht erfunden hat, sehe ich schwarz für interstellare Raumfahrt.